Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind immer noch auf Solstheim unterwegs. Mirak ist zwar mittlerweile erledigt und eigentlich haben wir auch so gut wie alles andere hier erledigt an Aufgaben. Zumindest haben weder die Skal noch die Bewohner aus Rabenfels noch der Nelord wirklich eine Aufgabe. Wobei bei Nelord bin ich mir unsicher. Ich meine, genau, ich habe noch das mit den Herzsteinen offen, aber ich hole ja gerade hier welche. Das heißt, ich kann ihm bestimmt gleich welche geben. Ja, aber es gibt noch ein paar Sachen, die man auf Rabenfels machen kann. Zum einen gibt es ja auch noch Karstags Schädel. Der soll in einer Höhle an der Küste sein. Und ich vermute, es ist die Küste an dem komplett anderen Ende der Insel. Aber das ist nicht schlimm. Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Dann verpasst man auch nichts auf Solstheim. So groß ist die Insel ja jetzt nicht. Also hier ist jetzt nicht so, als würde man hier ewig und 3 Tage um die Insel reisen müssen. Nö, das geht eigentlich recht fix. Oh, und ansonsten für den restlichen Spielverlauf von Elder Scrolls Skyrim bzw. Elder Scrolls 5 Skyrim ist auf jeden Fall noch das Dawnguard DLC geplant. Sehr wahrscheinlich aus Sicht eines Vampirlords. Kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht spontan umentscheide. Das sieht man dann. Und ansonsten Bürgerkrieg würde ich glaube ich nicht machen. Da war sowieso nicht wirklich Interesse dran. Ich meine, ach guck mal, der Rote Berg. Ich meine, ist auch relativ eintönig, ne? Bürgerkrieg. Da ist meistens so, eroberst ein paar Festungen, machst ein paar Lager, so gesehen, Schrott. Und greifst dann eine Stadt an. Und dann musst du wieder Festungen erobern, damit du ein paar Lager schrotten kannst und wieder eine Stadt einnimmst. Bis du dann irgendwann vor der anderen Hauptstadt stehst. Viel mehr passiert da nicht. Und, ja, auch wenn die Quests in Skyrim alle generell relativ eintönig sind ab einem gewissen Punkt, weil es ist natürlich auch schwer, da irgendwie immer wieder was ungewöhnlich Neues zu machen. Und mal eben. Mein zweites Schwert. Ah. Blutschwinge, Seelenreißer. Hm. Hey, der läuft weg. Aber es sind ja die Charaktere, die dann wichtiger sind, ne? Nur wenn man... Weiß ich nicht. Man kämpft halt bei so Stadtkämpfen eigentlich immer nur sich zu einem Punkt. Um dann... Ja. Weiß nicht. Ist vielleicht, wenn man es zum ersten Mal sieht, ganz interessant. Aber ich denke, die meisten, die hier noch zugucken, aktuell bei 303 Folgen, ist natürlich eine ganze Menge. Die haben es schon mal entweder selber gespielt oder irgendwo gesehen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich es sonderlich interessant machen könnte. Man könnte sich eine Challenge geben, sowas wie du darfst nur mit Fäusten angreifen oder so. Aber am Ende zieht das auch nur ein bisschen in der Länge, ne? Ja, hier war ein Herzsteinlager und ein Tornister, ne? Genau. Was ist denn in dem Tornister? Nichts Besonderes. Ist einfach nur einer, der hier vielleicht mal abbauen war oder so. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja, ich denke mal, diese Seite hier der Insel haben wir eigentlich so gut es geht komplett abgedeckt. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, laufen wir wie gesagt einmal ein bisschen entlang. Und sammeln so die Sachen ein, die man noch gebrauchen könnte. Warum ist das hier so grün? Warum ist es hier so laut? Ah. Das ist mir ein bisschen zu dunkel da hinten im Wasser. Da kriege ich Angst, da will ich nicht hin. Ja, der Friedhof, den kennen wir auch. Dass man mit den Pilzen hier nichts machen kann, ist ein bisschen schade. Ich meine, man kann halt versuchen drauf zu klettern. Geht auch. Aber, naja. So abbauen, à la Minecraft. Mit der Spitzhacke draufhauen, bis man genug Dingens hat. Materialien. So, hier sieht es nicht so aus, als wäre da noch irgendwas Interessantes. Nur Perloster. Über die Perloster. Dankeschön. Ja, ansonsten bin ich offen für Feedback zwecks anderen Spielen. Ne? Ich habe ja ein paar Sachen vorgeschlagen, aber nie wirklich was zugehört. Oder soll ich eine Umfrage starten? Einfach mal ein paar Sachen in eine Umfrage reinhauen und ihr könnt dann abstimmen, was ihr gerne gucken wollt. Ich meine, klar, Sommer ist jetzt, ne,
Okay, wir haben jetzt ein paar Temperaturschwankungen gehabt, ne? War jetzt mal warm, mal kalt, mal Sturm, mal Dingens, mal Regen. Aber ja, Sommer ist eigentlich immer ziemlich wenig los. Und da will ich ungern zum Beispiel ein theoretisch gutes, also hochfrequentiertes Projekt anfangen, wie zum Beispiel Dark Souls. Denn ich denke, Dark Souls wäre besser für den Herbst angesiedelt, wenn die Leute auch wieder ein bisschen mehr auf YouTube unterwegs sind. Da könnte man eher gucken, ob man was anderes macht, was die, die jetzt gerade noch zuschauen, regelmäßig. Angelika, René, Jasmin, gehe ich mal von aus. Christa, die hin und wieder vorbeischaut. T-Virus, Vegeta. Und die anderen. Freddy, dass ich für euch hier einfach mal irgendein Spiel, was ihr gern sehen wollt, nochmal anpacke. Aber jetzt nicht sowas wie Enderal, ne? Enderal ist einfach zu lang. Ich habe das nämlich schon mal durchgespielt. Das würde ich nicht hinkriegen in kurzer Zeit. Das dauert einfach. Ich meine, man könnte es versuchen, wahrscheinlich zu rushen, die Main Story, aber dann nimmt man viel zu wenig mit. Dafür ist die Total Conversion Mod Enderal von Elder Scrolls einfach viel zu gut. Ja, das würde dem Spiel, der Mod nicht gerecht werden. Was haben wir denn da hinten? Trolle? Ach ja, falls jemand letzte Folge nicht geguckt hat. Wir haben Mirak besiegt und konnten dort einige Talent Perks neu setzen, beziehungsweise uns zurückgeben lassen, ohne den Talentbaum auf Null zu setzen. Plünderer. Und haben jetzt 71 Talente zu vergeben, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich sie reinhämmern soll. Ja. So nebenbei. Oh, wo sie auf jeden Fall noch mal rein können, ist Verzauberung. In Verzauberung können wir welche reinpacken, denn wir haben ja jetzt Azidals Rüstung, also das Rüstungsset, das komplette. Und damit kann man ja noch mal besser verzaubern. Das heißt, wir können uns irgendwann mal, wenn wir das Todesmahl-Set nicht mehr tragen wollen, ein neues Rüstungsset nehmen. Welches ist, wie gesagt, eigentlich völlig egal. Wir können auf Style gehen, denn es gibt jetzt nicht so die ultra krassen Gegner, die jetzt uns noch bevorstehen, außer einer. Den habe ich noch nicht gefunden. Aber ich glaube, der läuft auch nicht auf Solzheim rum. Also, wenn wir den frühestens den Himmelsrand wieder antreffen. Gut, ich denke, auf der Inselseite hier ist wirklich einfach nichts mehr zu holen. Ich würde das hier abkürzen und einfach mal querfeldein auf die andere Seite. Und zwar zuallererst mal gehen wir bis zum Tierstand. Und gucken mal, ob wir von hier irgendwo was finden, was wir noch nicht erkundet haben. Ja, guck mal, zwei Sachen. Eine Höhle und ein Monument, nenne ich es mal. In die Richtung. Und die ganzen Kultisten sind jetzt auch weg. Und die Baustelle, die bleibt so wie alle Baustellen auf der Autobahn einfach hier dazu bestehen und keiner macht weiter. Naja, gut. Naja, ich meine. Und so. Entschuldigung. Weil ich meine, Materialien, die da verbaut wurden. Jetzt sicher wer anders besorgt. Also, was haben wir hier? Hier haben wir. Was echt ekliges. Gucken wir mal. War ein Altar. Da geht's in eine Höhle und du bist ein Opfer. Ah ja. Hat noch nicht mal einen Namen bekommen, Mensch. Das ist einfach nur ein Opfer. Du Opfer. So. Mal schauen, was hier drin ist. Ah, ich würde sagen, diese Wurzlinge, wie heißen sie? Springen zu Englisch. Aber wie heißen sie denn nochmal? Isobel? Ach, Hexenraben. Muss ja jetzt nicht gedacht. So, Isobel war recht schnell weg. War leise.
Und, wer bist du? Etine. Wie komme ich denn zu Etine? Ah, hier. Mensch, Etine. Kannst du mal aufhören, wegzulaufen? Jetzt geht die einfach nach unten. Ich glaube, es hackt. So, was haben die denn hier? Zweiglinge, das war's. Das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ich hätte jetzt gedacht, hier wären Zweiglinge erst drin. So, ist das ja auch ein Opfer? Ne, ist ein Alchemist. Hat aber nicht viele Zutaten. Ja gut, hier hat er noch ein paar drin. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Menschenfleisch, aha. Ansonsten? Gar nichts. Mal ein bisschen Salz. Ja, das ist ja jetzt sehr nüchternd. Das funktioniert? Wirklich? Hier ist das Feuer, hier ist ein Stein und da ist der Topf drauf und das soll funktionieren? Okay. Interessant. Gibt es eigentlich in Elder Scrolls Skyrim, da konnte man ja vorhin einen vergifteten grünen Apfel und einen vergifteten roten Apfel machen. Gibt es eigentlich eine Verwendung dafür? Weil ich weiß, in Elder Scrolls Oblivion gab es eine Verwendung. Das ist, wenn man in Elder Scrolls Oblivion, Elder Scrolls 4 Oblivion die Dunkle Bruderschaft gemacht hat, dann gab es einen gewissen Punkt, wo man die, wo man einen vergifteten Apfel hätte benutzen können. Ich habe ihn nicht benutzt, aber man hätte ihn benutzen können. Der hier vielleicht. Ja, sehr gut. Es wäre mal lustig zu wissen, ob man auch hier in Skyrim eine Verwendung dafür hat. Ich würde sagen, ich würde vermuten schon. Wenn einer das weiß, kann das ja mal reinschreiben. Ob man mit einem vergifteten Apfel das da was machen kann. Wäre ganz cool zu wissen. So, also hier in der Höhle war jetzt nichts Weltbewegendes. Okay, da ist noch eine Kiste. Hier war jetzt nichts Weltbewegendes drin. Hier waren so drei Hexenraben mit einem Namen. Ich hoffe die nicht, dass die für eine Quest waren, weil dann habe ich sie jetzt verkackt. Aber ich habe auch niemanden mehr gefunden, der mir eine Quest geben wollte. Also, ja. Sei dem so drum. Na gut, dann gehen wir wieder raus und gehen zur nächsten Höhle. Irgendwo in einer Höhle muss halt auch noch Karstags Schädel sein, aber eigentlich soll der an der Küste sein, nur ich würde halt, wie schon erwähnt, oh schöner Abendhimmel, erstmal hier einfach alles abgrasen. Ist da ein Turm? Sieht aus wie so ein Verteidigungsturm von den Orks aus Warcraft 3. Pass auf, da steht jetzt gleich Frell und baut ein Lager auf. Zuck, zuck. Aber 100% sieht das aus wie ein... So ein Riegling-Lager. Mhm. Hä? Ich kann nicht angreifen. Deswegen konnte ich nicht angreifen. Ich habe eine starke Attacke mit zwei Waffen versucht zu machen, obwohl ich nur eine Waffe getragen habe. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Da kannst du ja lange drücken. Okay, der haut ab. Und du? Kann ich dich jetzt angreifen? Dankeschön. Ja, hier sind keine wirklichen Sachen mehr drin. Gehen wir weiter. Was war das mit dieser abgestürzten Luftmaschine? Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Anhänger gefunden habe. Aber was ich zu diesen Anhängern weiß, ist, das ist ein ganz beliebter, man kann ja, falls es jemand nicht weiß, fange ich mal ein bisschen anders an. Es gibt viele Wege in Skyrim, um an viel Gold zu kommen. Zum Beispiel kann man Alchemie machen, mit eins meiner liebsten Tätigkeiten. Aber es gibt auch noch schnellere Möglichkeiten, an Geld zu kommen, denn Händler haben ja begrenzt Gold. Das heißt, man muss ziemlich viel Zeit aufwenden, um an das komplette Händlergeld zu kommen. Um das jetzt abzukürzen, müsste man Quest-Items haben, die permanent abgekauft werden. Wie zum Beispiel diese kaiserlichen Anhänger. Ne? Und man kann diese ostkaiserlichen Anhänger kann man duplizieren.
Da gibt es einen Bug in Weißlauf. Muss man sich einfach nur mal ein Video oder so zu Schnells Schmiedekunst leveln oder zum Beispiel, wie man eine Million Gold machen kann in Skyrim, angucken. Und die meisten benutzen wirklich einen Bug, also einen Exploit, halt entsprechend, um diese Anhänger zu duplizieren in Weißlauf, damit man die dann einfach in Massen an den Kollegen in Rabenfels hier abgeben kann. Halt! Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir wollen euch nichts Böses, aber zieht eures Weges. Moment. Geht jetzt. Moment. Speichern. So, jetzt gehen wir näher ran. Lasst uns in Ruhe. Was ist, wenn ich hier hingehe? Verschwindet von hier. Okay. Der knurrt. Ihr habt bei unserem Rudel nichts zu suchen. Ach, die sind das. Verstehe. Ah. Wären wir jetzt ein Werwolf, hätten wir mit denen reden können. Hab mich schon gewundert, weil es gab schon immer auch damals in Morrowind, war ja auch ein großer Teil der Questreihe hier auf Solstheim, waren die Lykanthropen, also die Werwölfe. Und das da ist ein kleines Rudel Werwölfe. Und wären wir jetzt ein Werwolf, hätten wir wahrscheinlich mit denen interagieren können. Aber sind wir nicht und dementsprechend können wir auch nicht mit denen interagieren. Ja. Egal. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, und die haben die halt meistens so diese ostkaiserlichen Handelsgesellschaftsanhänger dupliziert, weil sie dann einfach in einem Rutsch eine Mille bei dem Typen sich besorgen konnten. Da ist so die Frage, ich meine, das ist ja nicht der Sinn des Spiels. Ich meine, klar, man hat den Fehler gefunden, man kann den aus Spaß so exploiten, aber wenn man sich schon die Mühe gibt, so einen Bug auszunutzen, ne? Wo ja wirklich, es ist ja im Endeffekt, man erreicht ja, man erhält ja Gegenstände, die man so nicht erhalten sollte. Ja, nicht mal so, dass man dann dass man Alchemie auf Biegen und Brechen farmt, sondern man exploitet sich das Geld irgendwie her. Da kann man doch auch einfach in die Konsole gehen und sich das Geld schieben. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich hab mich nicht verlaufen. Kriegen wir hier den Schädel? Das tut weh. Also, das tut richtig weh. Junge. Pass mal auf hier. Kollege. Das ist nicht nett. Also, so, ne, wenn, es ist ja ganz klar ein Fehler in der Programmierung, dass dort dann zwei Items oder wie viele es dann auch immer werden, ich glaube, das ist dann immer mal zwei, werden, anstelle, dass es ein Item bleibt. Und ich sehe es halt nicht. Also es gibt ja andere Mittel und Wege, um an eine Million zu kommen. Verzauberung, Alchemie, generelles Erkunden und Verkaufen von Gegenständen. Ich habe die Fahrdrim heute früh ja auf- und abtauchen gesehen. Also wären es drei. Und jetzt sitzen wir hier draußen fest und müssen es uns Tag und Nacht anhören. Ich sitze lieber hier draußen fest, als da drin zu schweben. Da drin zu schweben? Ah, das ist ja interessant. Sag mal. Das ist... Ja, moin! So, was haben wir hier? Also, es gibt, wie gesagt, mehr als genug Möglichkeiten, Geld zu machen und eine Million Gold braucht man ja auch nicht. Ja, weil, jetzt überlegt mal, wofür könntet ihr eine Million Gold, eine Million Septime, wie könntet ihr die in Skyrim ausgeben? Das teuerste Haus kostet 25.000. Wenn ihr das voll ausstattet, bist du, wenn es hochkommt, bei 50, wenn nicht sogar weniger. Was willst du also mit einer Million? Was willst du damit machen? Ja. Hier ist noch ein Plünderer? Ja. Hier ist noch ein Plünderer. So, was hat der denn? Ich finde die Netzlederrüstung eigentlich recht cool. Netzlederhelm. Eigentlich ist die wirklich recht cool, nur ich brauche die nicht. Brauche die jetzt eigentlich nicht. So, also hier muss irgendwas sein.
Was haben wir denn hier? Totenplünderer? Noch ein Totenplünderer? Und noch ein Totenplünderer. Warum schwimmen die nicht zur Wasseroberfläche? Also der hat jetzt vor aufzutauchen, die anderen beiden nicht. Gut, dann gucken wir uns nochmal um. Da ist noch eine Kiste, ne? Oh ja. Bisschen was drin. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter, was wir brauchen, ne? Nö. Dann können wir wieder nach oben. So. Ich wusste doch, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ja, perfekt. Also, da ist noch jemand. Wen haben wir denn da? Hallo. Was? Was war das? Das war ich. Könnt euch von mir nicht verstecken. Ich habe mich nicht versteckt. So. Was haben wir denn hier? Perlen? Perlen sind nicht zum Trankmischen da. Perlen zählen als nicht tödliches Gift. Edelsteine oder so in die Richtung. Die sind dafür da, gesammelt zu werden. Aber 100% habe ich auch schon mal Perlen in Tränke verwandelt. Das müssen wir zukünftig abstellen. So. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas Spannendes gibt. Ich glaube, das Spannendste, was wir hier noch finden können, ist Karstags Schädel. Irgendwo. Hier ist nichts. Was ist hier? Bisschen Gras, okay. Ansonsten. Eine Falle, aha. Ja, aber die Falle bringt ja gar nichts. Wenn man einfach weiterläuft, dann sind die Steine... Ah, das ist die Bella-Statue. Dann fallen die Steine ja hinter einem runter. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Jo, bin dabei. Hey! Moment, ich will die Feuerpfeile. Dann kann ich zu dir rüber, ja? So, jetzt kann ich zu dir rüber. Bäm! Nee. Der holt mich nicht. Dem habe ich nämlich geholfen. Glaube ich. Aber doch, oder? Zwar bei dem einen Orkstamm im Norden von... Ne, im Süden von Ivarstadt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Aber ich habe mich gar nicht verlaufen. Warum gehen die immer davon aus, dass man sich verlaufen hat? Also was ich ganz klar vermissen werde, ist, wenn wir mit Solstheim fertig ist, den Synchronsprecher von gerade. Den werde ich vermissen. Ich glaube, das klappt nicht mehr so gut mit dem Inspirieren. Bin ich ehrlich, also ich denke nicht. So, was haben wir denn hier? Da ist noch einer, der die Treppen hochgeht. Was ist das hier überhaupt für eine Mine? Ich meine, es gab vorher so ein kleines... Tja, nenn's mal Event. Da haben sie ein bisschen was zu erzählt mit dem Schweben und allem. Hoppala. Aber das war's. Viel mehr war jetzt nicht hier. Hm. Losknacken. Nett. Also. Dann machen wir hier mal speichern. Weil ich weiß gar nicht, was wir jetzt auch alles in der Folge hier schaffen werden. Naja, wenn man so die Hauptaufgabe in einem Bereich erledigt hat, ach, hier war ich gerade drin, dann fällt es natürlich schwer, hier noch groß Elan zu finden. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Also wie ich. Wenn man sich nicht auskennt, dann weiß man ja gar nicht, ist das jetzt hier eine wichtige Erfahrung, die ich sammeln kann, oder einfach nur irgendeine Höhle. Ja? Also bisher ist es hier nur irgendeine Höhle. Moin. Ganz sicher nicht. Nereva wird dich nicht leiten. Vielleicht doch. Aber dahin, wo du nicht hin möchtest. Ja. Ach, da ist noch eine. Ich dachte, das wäre der letzte. Ich habe mich schon gewundert, ob die Blitzpfeile, die der da geschossen hat, ob die so zweimal ausgelöst werden. Weil ich die ganze Zeit nochmal so ein zweites Zappeln, hier zischen, mein Gott, wie nennt man das von den Blitzen?
absurd. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mal noch ein zweites Mal das gehört. Diese Kabzzz. Der Elite, warte mal. Das will ich haben. Das ist das Lied der Askelder. Das will ich. Nord und traditionell ist das. Sehr schön. Das ist, da sehe ich mich. Traditionelle Nordlieder. Ja. Schön mit Rassismus geprägt. So, und hier ist... Ach, guck mal. Hier wird das, hier wird ein bisschen Schießen geübt. Tja. Ich würde mal einschätzen, der Kollege, der da vorne saß, der jetzt nur noch Haut und nur noch Knochen ist, der hat wahrscheinlich irgendwen aus der Bande beklaut. Und deswegen haben sie den dahin gesetzt. So, ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Absolut nicht. Aber ich gehe mal einfach weiter. Wird schon schief gehen. Zeit zu sterben. Nein. Bam. Bam. Tschüss. So, hier ist eine Zugkette. Oh. Warte mal, dann können wir ja... Waffen? Wir haben das gleich. Moment. Nur, dass ich nicht wieder R drücke. Ne, wie letzte Mal. Einfach die ganze Zeit rausgeschmissen. So, guten Morgen. Ach, hier sind die. Plünderfürst? Was trägt der denn da für eine Rüstung? Vorsichtig, ja? Und da ist so ein komischer Hebel. Ist so dunkel hier drin. So. Sieht man auch mal was. Also hier ist nichts. Aber hier ist so ein Hebel gewesen. Moment. Gute Güte. Man könnte da runter, ne? Man könnte. Aber wir gucken uns erstmal... Oh, Schatzkammerschlüssel. Die Sachen hier an. Ach, eine Skyrim-Fellrüstung. Ah. Die brauchen wir nicht. Aber die sieht cool aus. So, was haben wir denn hier? Orkischer Schild des starken Blockens. Zwergenzweihand des Schmunds. Müll. Becher, Müll. Das ist Golderz, das können wir gebrauchen. Und Gold. Das nehmen wir. Dahin liegt auch Geld, das will ich haben. Ja, ja. Meinst du wohl nicht, dass ich hier den Diamant und den Smaragd und so liegen lasse? Nee. Da hinten noch ein Granatstein. Silberkette, wunderbar. So, was haben wir hier? Aber es gab noch einen Bereich, wo was zu klauen war. Unten, da war die Bella-Statue. Wie kommt man denn da hin? Ups, ich habe den Bogen mitgenommen. Den will ich nicht. Den kannst du behalten. So, ich habe meinen Teil eurer Schatzkammer leergeräumt. Ich glaube nicht, dass ihr was dagegen habt, aber eure Einwände könnt ihr auch nicht mehr aussprechen. Ihr habt gerade andere Sorgen. Also, ich würde sagen, ich nehme einfach mal den Aufzug hier. Beziehungsweise den Freefall und guck mal, wo ich lande. Ach ja, Mensch. Das ist ja praktisch. So, hier unten müsste ja irgendwo noch der Weg zur Dibella-Statue sein. Hier war die Falle. So, da vorne will ich rein. Ah, man muss wahrscheinlich... Aha. Mensch. Das ist aber gut versteckt hier. Nicht schlecht. So, und was haben wir denn noch hier? Wieder. Das. Was sieht da als Abstieg bräunlich? Rot, leere Weinflaschen. Nö. Dann sind wir hier durch. Gut.
Ich denke, dann haben wir die Höhle hier fertig. Guck noch mal eben auf die Karte. Was ein konfuses Konstrukt. Aber wir dürften fertig sein. So, jetzt müssen wir nur zurück. Wieder raus, das ist in die Richtung. Nee. Brauchen wir nicht. Und dann können wir nächste Folge gucken, ob wir Karstags Schädel finden. Hier war er nicht drin. Aber gut, das ist auch eine Mine und keine wirkliche Höhle gewesen. Hätte man drauf kommen können, ne? Ja. Gut. Also der Weg jetzt, den kennen wir ja. Hier waren wir reingekommen. Ich würde sagen, ne, wie gesagt, nächste Folge schauen wir, dass wir den Schädel finden. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.